heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Es geht, meine Freunde. Kida hat mich auf die Sneakermesse gezogen und wir werden heute hier wieder ein bisschen tiefer auf den Outfit wert drehen. Ich bin mal gespannt. Gerade schon die ersten Kinder hier angekommen mit Stone Island Sachen. Ich an der Stelle schon wieder fast mich übergeben. Gut, an der Stelle muss ich aber heute sagen, ich bin selber ein bisschen extravaganter unterwegs. Ich habe heute meine Jacke an, die über 200 Euro kostet. Kilian, ganz kurz, wir fangen einfach schon an zu drehen. Ey, du hast einen wunderschönen Pullover heute an, muss genau, ich sagen. Genau, wir fangen direkt mit meinem Pullover an. 20 Cent wert, Warenwert tatsächlich. Gekostet hat er mich 80 Euro. Ich musste ihn von ihm kaufen. Absoluter Unehrenmann an der Stelle, danke dafür. Ich habe ein Cover-T-Shirt drunter, das kostet, glaube ich, 20 Euro. Keine Ahnung, Jacke hier 80, die hier glaube ich 300, Hose 20, Schuhe 180. Könnt ihr jetzt selber zusammenrechnen oder Thomas hat zusammengerechnet, super. Kilian, was ist dein Outfit wert? Mach's gut, Rob, ne? Danke. Danke, das machen Rob. Wir gleich, wir müssen jetzt erstmal rein, Digga. Ja, tschüss. Ja, wir gehen jetzt erstmal rein und dann machen wir dann weiter. Wie viel Euro ist dein Outfit wert, Rob? Das kann ich nicht sagen. Okay, aber das Gucci-Bag einmal zeigen. Immer diese Gucci-Bag. Wie viel kostet der? 1000, oder? So viel wie dein Merch, oder nicht? Das ist Kilians Merch. Wow. Das echt? Ist auch Mode, kein Merch. Ach so, soll das? Okay, sorry. Ich wünsche einen schönen Tag, Rob. Danke dafür. Alles klar. Super. Ja, danke erstmal an Rob an der Stelle für das, wie viel Euro ist dein Outfit wert. Kilian, wenn wir jetzt hier sind, wie viel Euro ist dein Outfit wert? Fangen wir doch erstmal damit an. Weil die machen eine Fashion Talk, Digga. Ist mir scheißegal. Kilian, bleib doch mal stehen. Hallo. Hier ist es nicht so wie auf der Gamescom, dass du überall tun und lassen kannst, was du möchtest. Ach, weil das ist ja hier ein Fashion Event. Ja, klar, weißt du? Ist super wichtig, dass man hier auch sich dementsprechend verhält, oder? Ja, deswegen musst du dich auf jeden Fall zusammenreißen. Mhm. Und hast den Leuten schon erzählt, was wir hier heute machen? Ich habe gerade schon gesagt, dass wir wie viel Euro ist dein Outfit wert drehen, damit ich mich wieder aufregen kann. Aber diesmal live. Viele Hypebeasts, glaube ich, am Start. Glaub's auch, wa? Ich glaub's auch. Gerne. Der andere wird sicherlich wahrscheinlich sogar auf uns zukommen und freiwillig werden. Ich glaube, wir bekommen heute auf jeden Können Fall wir jetzt ganz kurz mit dir anfangen? Ja, was gerne. Wir fangen mit den Schuhen an. Die Schuhe sind von Balenciaga. Die haben 250 Euro kosten gekostet. Kosten aber normalerweise 500, das tun wir auch dabei. 250 Euro gekostet. 500 normalerweise. Die Hose habe ich bei Pegador gekauft, hat einen 100er gekostet. T-Shirt ist von Urban Classics, 10 Euro gekostet. Pullover von H&M, 20 Euro gekostet. Weste von Defend Paris, 200 Euro gekostet. Ganz kurz zu der Sache. Kilian hatte eigentlich heute einen Amire-Hoodie an und tatsächlich noch eine Montclair-Weste. Eine Montclair-Weste und eine Wellensteinjacke drüber. Plus Stone Island Kappe. Normalerweise hatte Kilian heute ein Outfit an, das hat 50.000 gekostet. Ja. Hat aber die Rolli das zu Hause gelassen, macht hier einen auf. Relatable Fashion YouTuber, normalerweise ist der gar nicht so, wir wissen das. Wir gehen mal rein, Leute. An der Stelle, Thomas, kurze Frage an dich. Sollen wir dir mal ein paar Klamotten kaufen? Ja. Also es wäre, glaube ich, schon echt angebracht, Digga, dass man mal, dass man den einen oder anderen Hypebeast-Drop hier für dich mitnimmt. Ich denke mal, so ein paar Balenciaga Speedrunner oder sowas sollten drin sein. Dazu vielleicht eine Montclair-Weste, das wäre doch genau das, was dir stehen würde. Dazu vielleicht noch einfach... Ein bisschen Weihnachtsgeld-mäßig, oder? Genau, kannst du dir dann selber kaufen, wenn du von mir kein Weihnachtsgeld bekommst. Absolut richtig, genau. Da werde ich auf jeden Fall wieder schwach, Alter. Eine Supreme-Leiter. Eine Trittleiter an der Stelle. Also ich bin mal dafür, dass du dir wenigstens Supreme Boxer Shorts kaufst. Nee, mich galt die Trittleiter echt an, weil ich habe immer das Ding, ich brauche immer genau drei Stufen, Digga, die ich hochklettern muss. Wäre schon echt der nice. Der Koffer ist dann auch von Vorteil, ne? Wenn du reißen tust, weil das siehst du halt direkt alles, was drin ist. Und du hast einen Koffer im Koffer, weißt du? Ja. Das ist schon geil. Schon geil. Aber das ist ja dann kein echter Lüge-Vorschuh. Nee, ist es nicht. Ja, es ist ein Fick. Nee. Ich können wir jetzt einfach, wie wir aus dann aufzusehen. Ich will hier gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aufhören. Das waren die allerersten, die überhaupt rauskamen. Was sind das, Kilian? Die allerersten Jesus? Ja, Jesus. Jesus, man. Was kosten die? Unterschiedlich. Ich glaube, der teuerste von allen ist hier der Red October. Der hatte ApoRed doch, oder? Der hatte ApoRed, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht echt war. Okay, angenommen, ich würde den jetzt kaufen wollen. Was kostet der? Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, die kannst du hier nicht kaufen. Meinst du, ich kann mein Auto gegen den tauschen? Ich glaube, für dein Auto bekommst du alle drei safe. So teuer sind die auch nicht. Aber es sind schon im Tausenderbereich auf jeden Fall. Leute, wir lassen das jetzt hier. Ich will mir gar kein Urteil über diese Messe erlauben. Ich finde es echt cool, was hier aufgebaut worden ist. Ich finde es cool, dass es so viel Subkultur hier vereint. Ich dachte auch, es riecht hier wirklich nach Füßen und Schuhen. Das tut es aber nicht. Es riecht hier nur nach Kilian, das ist noch unangenehmer. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum wirklich eigentlichen Part dieses Videos, meine Freunde. Erstmal danke hier an die Einladung, an die Messe hier. Jetzt geht's auf. Kilian hat Leute rangeklärt, wie viel Euro sein Outfit wert. Und jetzt geht's doch so langsam los. Auf jetzt. Kilian hat netterweise gestern schon Leute einfach gefragt, ob sie hier rein wollen. Ich glaube, ihr habt schon Bock, oder? Ja, super, okay. Leute, fangen wir einfach kurz an. Ihr mit kennt Kylo das Format. Kommt. Okay, Kylo, was geht? Wie alt bist du? 16 Jahre. Du bist 16 Jahre alt, okay. Kylo ist auch ein Fashion-YouTuber. Also, ja. Ach stimmt, das hat Kilian mir erzählt. Video, stimmt, ja. Stimmt. Ja, ja, das macht Kilian aber öfters. Kilian ist ein richtiger Du warst auch im Video mit dabei, ne? Ja, ich weiß, aber ich wusste, dass du wieder gestohlen hast, du Bastard. Spuck auf dich. Und geh mal bitte aus dem Bild. Ich würde kurz mit Kylo etwas drehen, Kilian. Kannst ja Schuhe kaufen oder so. Okay. Kylo, fangen wir einfach an mit dir. Ja, warte, ich fang oben an, ja. Schau, das Ding ist, ich kann das nie so hundertprozentig ernst nehmen. Ja, ich auch nicht. Dann passt das ja. Dann fang einfach an, Bro.
Ja, also die Jacke, die habe ich bei H&M gekauft, die kostet 60 Euro. Faster Young Sweater, der kostet 70 Euro, weil er Faster Young gekauft. Ja, ist deine Lieblingsmarke, ne, Rebi? LFDY, ich liebe es. Ja. Absolut. Dann die Hose ist die Cargo Pants von H&M, die kostet 25 Euro. Aha. Jetzt halte ich ganz kurz fest, okay? Halte ich fest. Ja, das bei den Turtles ist immer so ein Ding, da muss ich ja sagen, das ist deine. Aha, okay. Da habe ich halt das Fit angezogen. Ja. Neu, ganz ja, neu. Ja, ja. Kosten die so 1000 Euro. Boah, Digga, krank, Mann, für Schuhe, Alter. Aber so jetzt gebraucht, in dem Zustand, 500, 600 Euro. Krass. Okay, voll. Ich finde, Digga, wenn du jetzt einen anderen Schuh hast, geht das voll klar, ne? Vom Preis? Hey, vom Preis, ganz ehrlich, Digga, für ein paar Schuhe, ich meine, die sind jetzt halt so geistkrank teuer. Ja. Aber ich glaube, wenn man die ja neu gekauft hätte, hätten die, was hätten die gekostet? 250 oder sowas? Ja, 200 Ja, eben, das wäre dann vollkommen in Ordnung gewesen, wenn man die für den Preis bekommen hätte. Von daher alles cool. Cooles Outfit, Bro, gefällt mir. Danke dir. Super, super schlicht. Ich mag diese Hosen auch gerne. Ich habe davon auch so ein paar. Ich finde diese Cargo-Hosen richtig entspannt. Sind super, super nice und chillen so. Passt. Jan, tritt mal gerne vor. Ey, das ist so simpel, Digga. Mahan muss in die Mitte durch die Innenstadt laufen, weißt du? Und ich bin hier und Kili hat vorhin schon Leute rangeklärt. Ich fahre nach 10 Minuten wieder nach Hause, Alter, weißt du? Ja, easy. Ja, so entspannt, die stehen hier einfach Schlange, Alter. Die wollen einfach alle, Junge. Okay, fangen wir mit dir an. Ich sehe schon wieder von oben an. Die Stone oben. Island Jacke. Ja, Stone Island Sweatjacke. 250 Euro bei Retail. Ja. Willst du Rebi mal kurz erklären, was Retail und Resell ist? Also Retail ist Ladenpreis, aha. Resell ist... Hast du die Retail gekauft oder Resell? Retail im KDW. Okay, okay. Das hat auch keine Resell, das okay. Ist von ja, darunter trage ich einen Babe Longsleeve. Aha, Babe ist schon was teurer, ne? Ja, geht eigentlich 120 Euro, das kommt dafür. Ja, okay, geht. Aber hat auch eine gute Qualität. Ist okay, ist okay, ist okay. Das geht also easy. Ja, um die ganze Hochschule gut piggert. Ja, nein, warum? 270 Euro, kostet glaube ich 275. Hose ist von H&M, also entspannt. Die Hosen da immer ein bisschen günstiger. Keine D-Square-Hose, schon mal. Auf entspannt, auf entspannt. Jetzt kommen wir glaube ich aber zu den Brecher-Dingern. Ja, die Schuhe. Nike Air, Bruder. Nike Air, Nike X, Off-White, Crestos, oh, OG. Okay, okay. Darf ich raten? Ja, du kannst ja erstmal raten, was war Retail, also Retail, Ladenpreis? Ich denke mal Ladenpreis so 450, 500 um den Dreh so. Ja, viel günstiger. Nein, ganz normale Nike-Preise sind das. Also wirklich so 200 Euro wahrscheinlich. Ja, günstiger, 150 glaube ich. Okay, aber wahrscheinlich hast du den nicht dafür gekauft. Nee. Wie viel Euro hast du denn gekauft? Also, halt dich mal kurz fest. Raten oder? 1000. Ja, ja. Also, tja. Warte mal ganz kurz. Jan, wie alt bist du? 17. Okay, ganz kurz an dich die Frage. Wo hast du das Geld? Ich reselle, aber richtig ist nicht so wie die ganzen Leute, die immer easy resellen, dann sagen sie, werden die größten Reseller. Also halt nicht nur einen Schuh verkauft, sondern schon so professionell. Ja, du musst ja. Dir selber finde ich aber geil, Digga. Machst du ein eigenes Business, verdient damit Geld und gönnst du jetzt auch schon zweimal. Aber gehst du damit auch zum Finanzamt? Ja, ja, schon. Ich hab mich schon mit reingewählt. Echt? Jetzt hast du nicht gemacht? Oh, also Digga, professioneller Ehrenmann. Ja. Also ihr könnt alle mal gerne auf Instagram abchecken. Jan.resell auf Instagram. Oh, der Flex, der Flex. Der ist der muss da rein. Rein. Muss damit rein, der muss sein, Digga. Ja, entspannt, finde ich cooles Outfit. Hab ich jetzt noch hier, sagt der. Einzige, wo ich sagen muss, ich finde die Schuhe saugeil, würde ich mir natürlich auch holen, wenn die nicht so teuer sind, würde ich ehrlich sagen so. Ich finde bei der Jacke, denke ich mir halt so, schau mal, ich habe so eine hier, die ist ja von Tigger, die kostet glaube ich 120 meine ich. Gegen das Stone Island. Das ist eine schlichte Jacke, so, weißt du? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, schau mal, Stone Island ist so eine Marke, die ist bezahlbar, weißt du? Ist schon gut teuer, ja. Aber du zahlst ja nicht für den Hoodie jetzt 700-800 Euro, ja, weißt du? Wie jetzt bei einem Amiri-Hoodie oder ja, so. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das Ding ist auch die Qualität, also ist ja der größte Müll, den es halt gibt, ist der Scheiß hier. Ne? Also den würde ich mir absolut nicht kaufen. Digga, wie heißt du? Janis, was geht, Digga? Wie alt bist du? Ich bin 18. Du kannst eigene Entscheidungen treffen? Genau. Kann auch jemand unter 18 im Regelfall. Ja. Was hast du da Schönes an, Digga? Also das sind die Yeezy Wave Runner. Dafür habe ich viel Geld bezahlt, 300 Euro. Ich finde ihn interessant, ist aber nicht mein Fall, muss ich sagen. Ich mag die dicken Sohlen ja nicht. Ich finde ihn auch cool, aber ich würde ihn selber nicht tragen. Ich finde, es ist so ein geiler Schuh, in dem Outfit cool, aber ich glaube, selber zu mir passt er nicht. Aber ich finde ihn schön. Ja, und dann die Hose hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Wo ist die? Ja. Auch H&M Cargos. Der Hoodie ist von Revenge, der hat 200 Euro gekostet. Entspannt, Digga. Cooles Outfit. Gar nicht so teuer. Ja. Ich finde, ich mag den Hoodie. Hast du mit deinen Ketten? Die sind nicht so teuer, oder? Ja, war ein Geschenk. Keine Ahnung, Geschenk bezahlt. Sagen wir 20.000, oder? Super. Ja, 20.000. Nee, cooles Outfit, Bro. Gefällt mir. Ich mag die Schuhe. Ja. Aber ist nicht so mein Time. Aber finde ich cool. So, was wollt ihr jetzt noch hier? Ich wollte mir auch Tschüss sagen. Ja, Kilian hat auch keine Zeit. Das ist Romy, Alter. Ja, kannst du vielleicht auch ein bisschen Minecraft von mir gucken? Das wäre saugeil. Schau mal, früher, Digga, vor 4 Jahren haben Leute in neuem Alter Minecraft geguckt. Jetzt geht ja hier Sneaker für 1000 Euro kaufen. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich gucke ja mit 17 auf Minecraft. Zurückgeblieben halt. Ne? Und, also ich bin 25, spielst du, was soll ich sagen so, ne?
Mach das aus. Schau, wir stellen es jetzt mal hier, weil hier so schöne Palme. Rudi, ich habe keine Ahnung, Digga. Kilia meinte gerade, die Klamotten sind todesteuer. Das Flanell finde ich echt schön. Bis ich wahrscheinlich die Preishörer. Wie alt bist du? 17. 17, wie heißt du? Mathis. Okay, wo kommst du her? Aus Belgien. Aus Belgien. Du bist aus Belgien hingefahren, um Geld auszugeben. Was geht? Okay. Ey, Mathis, wir fangen bei deinen Schuhen an. Nike Blazer Off-White. 74 Euro. Boah, okay. Ist noch im Rahmen, Bruder. Wir hatten schon teure Schuhe. Wir hatten schon 1000 Euro Schuhe, das geht auf jeden Fall fit. Die Hose? Hose habe ich schon safe 65, Cargo Pants. Spannend, ganz cool. Und dann die Jacke für 70 bei Zara. Die ist übergeil. Gibt es die jetzt noch zu kaufen bei Zara? Ja. Übergeil, feier ich. Venmo, Free Hugs Sweater. Was kostet der? Den habe ich für 230 geholt auf Boah, Facebook. Hast du aber günstig bekommen. Ich habe den gekauft, der war glaube ich von 500, hat ein anderer den. Boah, Digga, krass. Aber es war Schnäppchenjäger, Digga. So, normales Polo-Referen. T-Shirten, bisschen nicht so teuren Schmuck. Okay, woher ist der Schmuck? Finde ich ganz geil. Asos. Die Asos? Okay, aber hiervon schon 31.000 Euro, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein, aber ich mag das Auto, finde ich cool. Und dann, was hast du eine Tasche an? Schlechtes. Die ist ein bisschen teurer, ne? Dafür habe ich schon einen Freund 80 für bezahlt. 80? Okay, ist voll in Ordnung. Ja. Ganz ehrlich, eins, was ich rausgedacht hätte, ist einfach ein Plane ersetzt, sonst Schuhe. Geht wohl klar. Kilia, hebst du bitte nochmal auf. Dankeschön. Ansonsten, cooles Auto. Ey, ich finde die Jacke übergeil. Ich mag die auch richtig gerne. Danke, Bro. Danke dir. Perfekt. So, Kollegen, wir haben jetzt hier jemanden gefunden, internationalen Kandidat, ein Kerl aus Italien. So, Bro, introduce yourself, how old are you? 18. And you're selling here, right? Yes. Okay, what are those shoes? Air Force One 4 of White. Uh-huh. I bought this for 800 euros, I mean, now they're worn. It's so expensive, man. Yes. Babe track pants, 200. Okay, that's fine, I like it. Louis Vuitton for Supreme, uh-huh. T-shirt, 1.1k. Wow. Like 1300 Euro, Freunde. 1300 Euro. Guys. 1100? Yes. 1100, okay. Für ein T-Shirt 1100 Euro. Bro, that's so insane. Yeah, that's a lot. Yes, a lot. Dude, okay. And the big hoodie, 450. Okay, nice. You got a watch? You got a watch or anything? No, stop it. Oh, Rolex. Yeah, Rolex. Krass. Kinas. Der Typ am Ende hat es ja komplett gesprengt mit einem 1.100 Euro T-Shirt. Ich dachte erst 1.300, aber 1.100 ist halt trotzdem heftig. Ich hab kurz überlegt, ihn auf Englisch zu konfrontieren, aber ich wollte jetzt hier keine Diskussion anfangen. Absolut. Aber ich glaube, die haben hier einen Stand. Die haben hier einen Stand. Genau. Also ich denke mal, der wird echt viel Geld mit Resale verdienen. Aber trotzdem, geisteskrank. Das war so ein wunderschönes Video. Versteht bitte, dass ich nicht zu allen Leuten immer nett sein kann. Ich bin halt einfach ein Wichser, man kennt mich. Aber hat Spaß gemacht. Kilian, bitte lass mich ausreden. Schaut auf jeden Fall bei Kilian vorbei, da gibt es nochmal einen zweiten Part. Ich glaube, mein Video kommt ein paar Tage früher online. Ja, bei mir kommt am Sonntag das Video. Gut, ich habe nämlich keine Lust drauf, dich zu warten. Ja. Lass einen Daumen nach oben, meine Freunde. Peace out, bis zum nächsten Mal. Tschüss.